Das Buch, das vor mir liegt, das sogenannte benediktinische Antiphonale, ist ein Hilfsmittel für unser gemeinsames Chorgebet. Das Chorgebet, das hier in diesem Kloster Tag für Tag verrichtet wird, geht zurück auf den Brauch, dass sich die Gemeinden mehrmals am Tag, aber sehr häufig doch zu den Angelpunkten des Tages, nämlich morgens und abends, versammelt haben, um Psalmen zu beten. Das finden wir schon in der Apostelgeschichte als ein Kennzeichen der Gemeinde, die nach Jesus entstanden ist. Aus dieser frühchristlichen Praxis entwickelt sich dann das Stundengebet der Kirche, und eine Form des Stundengebets der Kirche ist unser Chorgebet hier im Kloster. Wir beten verschiedene Horen, also Gebetszeiten oder Tagzeiten. Das beginnt in der Früh bei uns um 6 und endet am Abend um 8 Uhr abends, sodass der ganze Tag von diesem Gebet begleitet wird und sehr massiv begonnen wird, gerade in der Früh. Die Gebetszeiten bestehen vor allem in erster Linie aus den Psalmen. Die Psalmen werden im regelmäßigen Rhythmus Woche für Woche den einzelnen Gebetszeiten zugeordnet. Wir beginnen mit einem Aufweckpsalm: Verhärtet euer Herz nicht, oder besser übersetzt: Steht auf und macht Gottesdienst miteinander. Und dann geht es weiter zum Lob des Schöpfers für das aufgehende Licht des neuen Tages. Dann nimmt das Stundengebet ernst, dass der Tag auch mühsam sein kann, dass manche Dinge nicht so funktionieren, wie man sich das gedacht hat. Und das hat eine gewisse Thematik im Mittagsgebet, das wir zur sechsten Stunde, deswegen so sechst, halten, bis hin zum Abend, wo man dann schon irgendwo die Ernte eines Tages einfahren kann. Man sagen kann, ja, da ist was gelungen, da bin ich beschenkt worden, da habe ich Glück gehabt. Das wäre fast falsch ausgegangen. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Und das ist das Thema dieses abendlichen Lobes, Lobgebetes. Und dann gibt es auch die Dinge, wo man sagt, na, das ist also, leider habe ich da völlig versagt. Ich habe mir was vorgenommen, bin aber nicht dazugekommen, oder ich habe mich dann also nicht über aufraffen können, es doch zu tun. Auch das ist zur Gelegenheit ein bisschen, wenn man den Tag in die Hände des Schöpfers zurückgibt. Das ist so der Inhalt, und für all diese Inhalte finden wir in den Psalmen wunderbare Texte, sodass sich dann ein solches Chorgebet, das dauert zwar lang, braucht eine gewisse Zeit, aber es kann der ganze Ablauf eines Tages, die ganzen Erlebnisse eines Tages finden da auch irgendwo Platz, und das finde ich immer faszinierend.